Hallo an alle. Ich mache weiterhin eine Reihe Testen von ungewöhnlicher Ration. Dieses Mal werde ich Überprüfung und Selbsttest einer Ration von Soldaten der US-Armee tun. MHE, das bedeutet, diese Ration ist, die Gerichte in diesem Ration sind für Einsatz bereit, sind, also können sofort gegessen werden. Es gibt eine Reihe von Rationen. Das ist die nicht aktuellste Ration, das ist Ration von 1985 und dieses Mal, das ist Menü Nummer 3. Also Verpackung ist in so dicke Plastik, welche kann man dann später nach dem Essen als Milchbeutel benutzen. Da sind die Pfirsiche hier, so gefriergetrocknet. Hauptgericht ist Chicken, Tee, keine Ahnung was das ist. 227 Gramm. Man sieht es nicht besonders gut, wie klein gedreht ist. Im Vorfeld möchte ich sagen, dass ich auf eigene Gefahr es mache. Wieder versuchen Sie es nicht, solche Experimente noch nicht wiederholen. Da ist die Erdnussbutter. So, 14 Gramm. Plastiklöffelchen. Ich brauche uns noch extra. Das ist das Energiegetränk. Grape. Was habe ich gedacht? Das ist die kleine Verpackung mit dem Milchkaramell. Das hat ein bisschen so mitgenommen, beziehungsweise Fett ist ausgetreten. Bin gespannt, ob davon, oder kann man das noch essen. Deswegen bei dem Accessoire-Paket sieht man das vor. Cracker, Vakuum verpackt, zwei Scheiben, welche, jede Scheibe kann man auf vier kleine Teilchen aufteilen. Kakaogetränk, 42,5 Gramm auf 350, glaube ich, Gramm kann man das verwenden, verdünnen. Das habe ich gesagt, das war ein bisschen mit dem Fett, dem ausgetretenen Fett, dem aus Karamell. Also hier ist das, das ist das Paket B in diesem Fall. Das ist Kaffee und trockene Sahne, Zucker, Salz, Kaugummi, Serviette. Ja, hier sind die hier ist Salz, 4 Gramm, jodiertes Salz. Habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Das ist ein kleines Serviettespäckchen, welche kann man auch als Toilettenpapier oder als Klopapier verwenden. Ein Brief mit dem Streichholzer. Löschen hier Kaffee, zwei Kaugummis. Und das sind Besonderheiten oder beziehungsweise Unterschied zwischen dem Säurepaket A und B. In B ist ein Sotabasco-Fläschchen noch drin.
Trockene Sahne, 4 Gramm. Für Kaffee oder Tee geeignet. Bis jetzt habe ich noch kein Teepäckchen gesehen, der wegen Kaffee. Das kleine Toilettenpapier bzw. das Feuchtpapier, Tuch, Zucker 6 Gramm. Jetzt habe ich wieder mal alles ein bisschen so aufgelegt. Fangen wir an vom Hauptgericht. Ich wollte mal noch sagen, diese Ration ist kein Tagesration, sondern diese Ration ist für Einmalzeiten gedacht. Chicken, irgendwelche besondere Vorbereitung. Hähnchen. Machen wir es mal. So. Sieht nicht besonders lecker. Irgendwelche Scheibe, keine Ahnung von was. Feuchtigkeit ein bisschen ausgetreten, riecht auch nicht so besonders gut. Man sieht noch Karottenstückchen und Bohnen. Grüne Bohnen, das Kartoffel da ist weiße Wurzel. Ja, wenn es ehrlich ist, traue ich nicht. Hier sieht man die große Fleischstückchen. Naja, mal gucken. Ich verliere ein bisschen. Und dann die Füße hier, die Früh getroffen. Also besondere Vorbereitung, die werden das irgendwie angefroren und dann aus dem Raum oder dem Behälter wie die Feuchtigkeit rausgezogen und das bleibt so. Ist sehr leicht und sehr haltbar. Ich bin geschrieben Pfirsich, aber ich glaube, da ist noch was anderes, aber kann ich nicht genau sagen. Riecht gut nach der Konserven. Diese Pfirsiche aus der Dose. Schmeckt auch, trocken und wie ich weiß, das muss man ein bisschen mit dem Wasser verdünnen und dann bekommt man so eine Art von den Kompotte. Erdnussbutter. Richtig so dicke Konsistenz. Meine Tochter isst doch, oder beziehungsweise probiert noch ab und zu. Und der hat nur Buße, weil wir haben den Laden gekauft. Der ist etwas flüssiger als der. Bin gespannt, wie ist das Geschmacksrichtung. Naja, das ist noch Cracker. Also nicht besonders, wie gesagt, zwei Scheiben, welche kann, jede Scheibe kann man auf vier aufteilen. Da bekommt man kleine Träger zur Mundgerichtsstation. Nicht salzig, nicht süß. So, da gibt es wohl so einen neutralen Geschmack. War wahrscheinlich als Vorteil gedacht. Das ist das Energiedrink. Energiegetränk. Pulver natürlich. Krebs, Sauchfett. Aus Fettig aus dem Karamell. Aber das ist nur ausgelaufen. Fett aus Karamell, sonst
Also ich kann nur bestätigen, Krebs, das ist so ein Traubengeschmack. Kakaopuder. Kakaopuder. So, ein bisschen zu viel, was getroffen wird. Kakao. Ich mag besonders nicht Kakao. Weil irgendwelche Verfärbung oder Geschmack oder die Richtung Änderung sehe ich mir auch nicht. Ein Umschlag mit Streichhölzer. Diese Fuß vom Streichhölzer ist aus Pappe, aus dicker Pappe mit irgendwelchem Zeug. Das brennt eigentlich nicht schlecht. Ich finde besser als Holz. Und das ist das Übeltäter. Welches hat die ganze Inhalt versaut. Dieser Karamell, man sieht es, die kleine Würfelchen. Früher waren die wahrscheinlich hart, jetzt ist er etwas weicher. Wieder einzeln verpackt. Ja. Karamell, Karamell. Man sieht es wie etwas verzuckertes Karamell. Ja, essbar. Kann man ruhig essen. Unbedingt. Auf jeden Fall, ich hab keins. Ich habe jetzt ein bisschen was rausgelegt. Und rausgepackt. Fangen wir an vom Hauptgericht. Irgendwelche Vorbereitung kann von Hähnchen sein. Wie gesagt, ich traue nicht die gesamte Inhalte essen, probiere mal nur Fleischstückchen. Man soll es denken, dass eigentlich 85 war produziert. Also im HD ist 2 Jahre, also in dem Fall ist 21 Jahre abgelaufen. Wenn irgendwelche besondere Situationen eventuell werde ich es probieren oder beziehungsweise ganz aus ist, aber ich traue mich nicht. Fleisch, ja, da ist die gesamte Inhalt drauf. Das ist von dem Menü. Riecht auch irgendwie so muffelig. Muffig. So, da sind die Füße hier. Wurde getroffen, wie hatte ich schon gesagt. Trocken schmeckt gut. Man sieht jetzt richtig so Stückchen. So. Das ist Öffnungsbude.
Die Theke soll richtig schmecken. Ist meiner Meinung nach das maximale wahrscheinlich Kaloriezufuhr von dem gesamten Paket. Okay, die Trauben Getränk sollte das sein. Man sieht es richtig. Spuren von Zucker. Ich kann nicht genau sagen, ob es irgendwelchen Energiewert hat. Aber es schmeckt, beziehungsweise sieht so richtig so nach Kunststoff getrennt. Versuchen wir uns ja verlieren, den Zucker zu verdienen. Man sieht diese kleinen Spuren von Zucker, die in genau dem Zeit werden die auch sich lösen. Ich glaube, der erste war auch gleich. So, gleich in die Geschmacksrichtung. Ja, schmeckt richtig günstig. Von den Trauben ist nichts. Das ist, wie hatte ich schon gesagt, Kakao. Gleichmäßig Pulver. Reagiere ich mal mit dem kochenden Wasser verbinden. Das ist ganz gut. Ein paar Spuren noch nicht verdient, aber das ist wie normal. Ich glaube bei Kakao auch so. Ich bin kein besonderes Fan von Kakao, aber ich finde das gleich. So etwas Nachgeschmack, ach, altes, so nicht wie eine frische Kakao. Ja, Zucker über Zucker, nichts was Besonderes. Die Sahnepulver, Kaffeepulver. Kaffeepulver, Tabasco-Fläschchen. Im ersten Menü war auch eine Fläschchen dabei. Ich habe die auch probiert. Da war diese Schärfe, die ist irgendwie nachgelassen. Haben geschmeckt wie Sojasauce, richtig salzig. Weiß ich nicht, wie es bei den. Die gleiche Masse. Ja. Bei dem Schärfe drin. Bei dem Schärfe drin, wichtig, ja. Okay. So soll der Basto schmecken. Plastiklöffel hin. Auch ein bisschen fettig von dem Karamell, sonst Löffel genug. Kaugummi. Zwei Stück. In Menü Nummer 1 waren die sehr, sehr hart.
Ja, hier ein bisschen so weicher. Auf jeden Fall besser als der letzte. Stellen Sie Daumen hoch, abonnieren Sie mich. Bis gleich.